Anna Staroselski, Antonia Jamin, Christina Feist. Drei jüdische Frauen, die Antisemitismus in Deutschland erleben und über ihn sprechen wollen. Das ist schwer, Worte dafür zu finden, weil das irgendwie ein Gefühl ist, vermischt von Angst, von Unverständnis, von Wut, von Trauer. Ich erlebe Antisemitismus in Deutschland hauptsächlich als Journalistin. Ich berichte sehr oft darüber. Das ist das Einzige, was mich überrascht, dass mich das jedes Mal aufs Neue trifft. Auch wenn ich bei solchen Videos natürlich schon weiß, was da kommt, aber es ist jedes Mal ein Stich ins Herz. Deutschland im Mai. Anlässlich des Nahostkonflikts gehen in mehreren deutschen Städten Menschen in Anti-Israel-Demos auf die Straße. Neben friedlichen Kundgebungen gibt es auch diese Bilder. In Berlin Aufrufe zur Bombardierung Israels. Offene Drohungen der Gewalt. In Gelsenkirchen vor der Synagoge dieser Sprechgesang. Hass, der sich pauschal gegen Juden und Jüdinnen richtet. Wir treffen die 25-jährige Jüdin Anna Staroselski in ihrer Wohnung in Berlin. Hier lebt die Lehramtsstudentin seit 6 Jahren. Die Demos in den vergangenen Wochen haben sie nachdenklich gemacht und wütend. Natürlich darf man Entscheidungen der israelischen Regierung kritisieren. Das kann man in jedem Staat machen. Man kann auch die Bundesregierung für Entscheidungen kritisieren. Aber was ich gesehen habe, ist, dass unter diesem Deckmantel der vermeintlichen Israel-Kritik einfach Antisemitismus und Judenhass propagiert und offen ausgetragen wird. Und das darf nicht sein. Heute lebt Anna Staroselski ihren Glauben offen aus. Früher war das anders. In ihrer Kindheit und Pubertät war es ihr oft unangenehm, Jüdin zu sein, herauszustechen. Und dann gab es natürlich auch viele antisemitische Vorfälle an der Schule, die super unangenehm waren, die mich total mitgenommen haben, wo ich danach mich auch bei meinen Eltern beschwert habe, warum bin ich jüdisch? Beispielsweise wurde ich von einem Mitschüler in den Busch geschubst und er hat zu mir gesagt, ihr Juden habt Jesus ermordet. Der gleiche Schüler, als wir mit Freunden irgendwie im Freibad waren, kam irgendwie mit seiner Truppe dahin und meinte so, nee, mit der Jüdin will ich hier nicht irgendwie Platz einnehmen. Und das wurde einfach so hingenommen. Später beginnt sich Anna Staroselski mit ihren Wurzeln auseinanderzusetzen, lebt ein halbes Jahr in Israel. In Deutschland arbeitet sie als Betreuerin mit jüdischen Kindern. Viele Schülerinnen und Schüler haben gesagt, ja, meine Freunde wissen nicht, dass ich jüdisch bin. Und meine Eltern haben auch immer gesagt, ich soll irgendwie niemandem erzählen, dass ich jüdisch bin und so. Und das konnte ich nachvollziehen, aber das hat mich total schockiert, weil wie kann das sein, dass wir in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern und gleichzeitig es so viele jüdische Kinder gibt, die Angst haben zu sagen, dass sie jüdisch sind. Für die 25-Jährige ist das der Wendepunkt. Sie engagiert sich heute in der Jüdischen Studierendenunion, ist im Austausch mit jungen Juden in ganz Deutschland. Endlich sichtbar. Der Preis dafür, offener Hass im Netz. Scheiß Jüdin, fick dich, Hitler hat euch leider nicht alle ermordet, ab ins Gas. Das hat mich sehr mitgenommen. Und dann habe ich verstanden, dass das einfach Menschen sind, die so eine Wut haben, dass man denen vielleicht nicht mal mehr helfen kann. Wut und Anfeindungen. Das kennt auch Antonia Jamin. Die 32-Jährige ist israelische Auslandskorrespondentin und lebt in Berlin. Vor 11 Tagen berichtet sie von einer pro-palästinensischen Demo. Per Video erzählt sie uns, wie sie diesen Tag erlebt hat. Also die Stimmung war sehr gewalttätig, würde ich sagen.
Ich habe natürlich auf Hebräisch gesprochen, weil die Zuschauer zu Hause halt nur Hebräisch können. Und das RTL-Team war auch gerade da dabei, auch mit zwei Bodyguards. Und dann wollte das RTL-Team mich interviewen. Und dann plötzlich kam dieser Boller. Und der Bodyguard, der hat dann sofort auch gesagt, es ist gezielt für uns. Und der andere Bodyguard meinte, ja, ich habe gehört, wie jemand sagt, ach, die spricht Hebräisch, die spricht Hebräisch. Ich versuche ruhig zu bleiben, aber... Als ich dann nach Hause kam, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mein Baby umarmt. Danach war ich war einfach sehr traurig. Wie groß ist die Wut, der Antisemitismus bei aktuellen Demonstrationen? Wir wollen uns ein Bild davon machen. Vergangener Samstag in Berlin. Wir sind bei einer palästinensischen Protestdemonstration. Hunderte Menschen sind zusammengekommen. Wir wollen mit den überwiegend muslimischen Demonstranten sprechen, was sie zu den vergangenen Ausschreitungen sagen. Bei diesen Demos in den vergangenen Tagen gab es ja auch unter anderem antisemitische Äußerungen. Wie finden Sie das? Sehr schlimm. Antisemitismus hat nirgendwo auf der Welt einen Platz. Und deswegen entscheide ich mich auch auf die richtigen Demonstrationen zu gehen, die beim Thema bleiben, die einfach nur die Aufgabe haben, auf die Situation der Palästinenser aufmerksam zu machen. Ich habe Familie in Gaza. Ich habe die letzten 11 Tage, konnten wir alle nicht in Ruhe schlafen. Wir hatten Angst um unsere Familien, um alles. Ich stehe hier, um zu sagen, wir sind keine Antisemiten, wir haben kein Problem mit Juden. Das sind unsere Freunde. Aber wir haben ein Problem mit Zionismus, mit Besetzung, mit einem Apartheidsstaat. Dafür stehen wir hier. In Gesprächen mit unserer Reporterin distanzieren sich die meisten deutlich von Judenhass. Als die Demonstration sich in Bewegung setzt, hören wir diesen Sprechgesang. Ein freies Palästina, vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer, also auch auf dem Staatsgebiet Israels. Der jüdische Journalist Levi Salomon beobachtet diese Szenen, dokumentiert sie mit seiner Kamera. Das ist die antisemitische Äußerung, das ist, wo wir gerufen zur Vernichtung, das ist die Stadt Israel. Solche Slogan, das sagt, dass es die Stadt Israel, das darf nicht mehr existieren. Und das mehr oder weniger ist eine jüdische Stadt, das mit Millionen von jüdischen Menschen und auch Nachkömmliche von Holocaust-Überlebenden. Mittlerweile sind rund 1000 Demonstranten auf der Straße. Die Stimmung ist emotional aufgeladen. Bei dieser Demo letzte Woche, über die auch viel berichtet wurde, gab es ja auch antisemitische Äußerungen auf der Demo. Ja gut, es gibt überall mal schlechte Menschen, die leider nicht so ganz die Wahrheit erzählen oder beziehungsweise sich nicht erkundigt haben. Dann mischt sich dieser Mann in das Gespräch ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland, ich bin mir sicher, verkauft an Israel. Aber es heißt nur Deutschland, damit die Leute sich beruhigen. Irgendwann wird das alles rauskommen, ja, und dann werden die wie in Palästina machen. Dann werden die in dein Haus reinkommen und dir alles wegnehmen. Ja? Dann wird hier ein großes Israel herrschen. Ich weiß es. Bei einer zweiten Demo, ein paar hundert Meter weiter am Potsdamer Platz, treffen wir auf diesen Mann. Was halten Sie denn von Sprechchören, wie zum Beispiel Uksuf Tel Aviv? Das ist wunderschön. Ich könnte es jeden Tag hören. 24 Stunden. Jemand, der andere Menschen tötet, muss damit rechnen, dass er auch Feinde hat. Was bei diesen Demos auch gerufen wurde, war Khaybar, Khaybar. Ja, Yahud, Jaysh Muhammad Zaufa'ud. Da stehe ich voll hinter. Tut mir leid, das ist so. Wer anderen Menschen das Land klaut und sie gewaltsam aus ihren Häusern treibt und aus ihrem Land, hat nichts anderes verdient. Aber in Khaybar hat der Geschichte nach Mohammed damals die Juden abgeschlachtet. Mohammed ist unser Prophet und alles, was unser Prophet gemacht hat, war richtig und gut. Alhamdulillah. Die Zahl der erfassten antisemitischen Straftaten nimmt seit Jahren zu und erreichte letztes Jahr mit 2.351 Straftaten einen neuen Höchstwert. Rund 95% davon haben laut Bundeskriminalamt einen rechtsextremen Hintergrund.
Wie das Attentat von Halle 2019, bei dem ein bewaffneter Täter zwei Menschen erschoss und versuchte, in eine Synagoge einzudringen. Sie war zu dem Zeitpunkt in der Synagoge. Christina Feist überlebte den Anschlag. Gemeinsam mit 50 weiteren Menschen bangte sie 15 Minuten hinter einer verriegelten Tür um ihr Leben. Für mich ist es wahnsinnig wichtig herauszufinden, und ich weiß es immer noch nicht, bin ich wütend, bin ich traurig, bin ich was für eine Emotion habe ich? Und alles, was ich bisher habe, ist absolute Leere. Absolute Leere. Ich weiß es nicht. Damals gab es eine große Welle der Solidarität in Deutschland. Heute ist für Christina Feist nur wenig davon spürbar, erzählt sie im Skype-Interview. Es gibt immer diesen ersten großen, wie sagt man da, nie wieder Hype aus Gesellschaft und aus Politik. Und da gehen die Menschen auf die Straße und da schreien sie nie wieder und da sagen sie, das geht doch so nicht. Und dann ist es aber zu Ende und die Betroffenen sind alleine gelassen. Die 30-Jährige lebt mittlerweile in Paris, ist nach einem einjährigen Forschungsaufenthalt nicht nach Deutschland zurückgekehrt, denn das Erlebte sitzt tief. Ich kann in Deutschland sein für ein paar Tage, um Freunde und Freundinnen zu besuchen. Das mache ich auch gerne, weil ich diese Menschen sehen möchte. Aber ich brauche ein Ablaufdatum. Ich brauche das Wissen, dass ich ein paar Tage durchhalten muss und dann kann ich wieder gehen. Ich bin in Deutschland nicht entspannt, ich komme nicht zur Ruhe, ich habe permanent eine zugrunde liegende Angst. Anna Staroselski fühlt sich in ihrer Wahlheimat Berlin grundsätzlich sicher. Sie wünscht sich mehr Solidarität. Mir hat der öffentliche Aufschrei dagegen gefehlt. Mir hat gefehlt, dass man stärker durchgegriffen hätte. Was muss denn noch passieren, dass man endlich wirklich durchgreift und den Kampf gegen Antisemitismus als Gesamtgesellschaft antritt?